Wir schreiben den 26. Mai im Jahr 2019, als der Aplerbecker Sportclub in der Oberliga Westfalen sein letztes Saisonspiel bestreiten soll. Während im deutschen Profifußball die Saison bereits beendet ist, hat der ASC aus Dortmund die zweite Mannschaft von Schalke 04 zu Gast. Grund genug, um für 100 motivierte Schalker mal im verfeindeten Gebiet anzutischen und unter dem Radar der Staatsdiener mobil zu machen. So kommt es dazu, dass sich gegen 13 Uhr ein in etwa 100 Mann großer Haufen aus Gelsenkirchen auf den Weg nach Dortmund macht. Gegen 14 Uhr bekommt die Polizei erste Hinweise auf einen in Schwarz gekleideten Mob, welcher durch die Straßen Dortmunds spaziert. Daraufhin klingelt auch beim Vereinsvorsitzenden des ASC das Telefon, in welchem er auf das Szenario vorbereitet wird. Offenbar sieht es die örtliche Polizei jedoch nicht als nötig an, nun Verstärkung aufgrund des Schalker Ultrahaufens zum Aplerbecker Waldstadion zu schicken. So erreicht der Mob der Königsblauen nur wenige Minuten später die Spielstätte und stürmt dort den Einlass. Währenddessen glühen bei Dortmund bereits die Drähte heiß, um den unbeliebten Gästen die eigene Stadt nicht kampflos zu hinterlassen. Nachdem der Verein jedoch nach Sturm des Eingangs durch den Schalker Mob die Polizei ruft, ist alles zu spät und nur wenig später belagern über 20 Streifen das Stadion des Amateurvereines. Dort werden nun auch alle Eingänge zugestellt, sodass die Fans von S04 erst einmal nicht vom Fleck kommen. So müssen die Schalker noch über eine Stunde nach Spielende auf dem Rasen verharren, ehe sie das Stadion unter Polizeibegleitung wieder verlassen dürfen. Zu einem direkten Aufeinandertreffen soll es an diesem Tag also nicht mehr kommen. Zitat The Unity Dortmund: Lediglich der kleine Seitenhieb in Bezug auf die Lust- und Laune-Mentalität bei der Unterstützung der Schalke-Amateure muss hier abermals erwähnt werden, da eine Woche nach Saisonende das Spiel der Schalker Zweitvertretung beim Dortmunder Verein Aplerbecker SC auf dem Programm stand. Den Irrglauben, dass es den Schalker Ultras eigentlich zu blöd sein müsste, dort anzutischen, müssen wir uns im Nachhinein als Fehler ankreiden und mussten deshalb ziemlich kurzfristig mobilisieren. Zwar reisten sie auch hier nicht an, um ihre Mannschaft zu unterstützen, jedoch mit einem gemischten Szenehaufen, der es scheinbar auf ein Aufeinandertreffen abgesehen hatte. Dass dieser sich dann allerdings mit dem Sturm des Aplerbecker Waldstadions dermaßen auffällig in Dortmund verhielt und so die Aufmerksamkeit der Staatsmacht auf sich lenkte, erweckt wieder einen anderen Eindruck. Für mehr solcher Videos abonniere doch einfach diesen Kanal.